Ich filme das mal kurz. Alter, guck mal da hoch. Was? Susi, guck mal links. Guck hier. Mit diesen Emotionen willkommen im Video. Ich denke, jeder fotografiebegeisterte Mensch wird das Ziel haben, irgendwann in seinem Leben die Polarlichter sehen zu können mit seinen eigenen Augen. So haben wir uns im Oktober 2018 auch dieses Ziel gesetzt und sind nach Tromsø gefahren, um genau diese zu sehen. Auf dem Weg mussten wir über große Steine klettern, durch reißende Flüsse laufen und vor allem sehr, sehr viel Auto fahren. Insgesamt sind es über 2700 Kilometer One-Way gewesen. Doch wir haben alles gemeistert und sind bis ans Polarmeer gefahren. Alle diese Erlebnisse wollen wir euch nun näher bringen. Begann morgens um 5 Uhr in der Nähe von Schwerin in Norddeutschland. Doch die Stimmung ließen wir uns nicht davon verderben. Millionen Sattler! Das ist genau 180 Grad falsch rum. Ja, siehst du. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Grüß dich. 23.47 Uhr. Wir sind irgendwo in Schweden. Wir haben jetzt gerade mal angehalten, um schon mal ein bisschen zu gucken wegen Polarlicht an. Und wir haben auch schon ein bisschen was gesehen. Und ein bisschen Gegenlicht. Schaut mal die Bilder an hier. Ja, da kommt gerade ein Auto. Wir haben uns hier mal postiert. Und damit ihr auch ein bisschen was seht, haben wir noch Licht am Auto angelassen. Ja. Schön rot hinten. Kann man den Sternenhimmel eigentlich sehen auf dem Video? Ja, auf jeden Fall hätten wir nicht erwartet, dass wir schon Polarlichter erkennen können. 300 Kilometer vor Ziel. Ja. Genau, 1300 Kilometer haben wir noch. Dann fahren wir erstmal weiter. Wer geht's? So, hier werden Touri-Fotos nochmal gemacht. Oh nein, jetzt bin ich zu schnell. Ist es denn er? Ist es? Ey! Nett! Das ist übrigens jetzt Versuch Nummer. Warte! Ey, wie viel ist das? 5! Aber es sieht landschaftlich schon ganz schön aus hier. Ja, es ist übrigens Tag 2 unserer Fahrt. Nicht mal das Ankommens, nur der Fahrt. Ja, es ist wie spät? 7 Uhr oder so? 7.24 Uhr. Ja. Wir sind jetzt 26 Stunden unterwegs. Haben 2000 Kilometer ungefähr geschafft. Ja, bleiben noch 700. Spontaner Stopp. So, ich nehme mich mal mit hier. Wir haben jetzt einen ganz interessanten Spot noch gefunden. Und zwar ist hier eine Brücke. Keiner weiß, wie sie heißt. Ich nehme euch mal ganz verwackelt die Treppe mit runter. Und dann könnt ihr den Ausblick zusammen mit uns genießen. Als kleine Reisedoku. Die beiden sind schon mal vorgelaufen. So, jetzt und. Nee. So, jetzt festhalten. Sieht ja wohl mega aus, oder? Thank you.
Hermes. Ja, wie ihr schon richtig seht, sind wir jetzt endlich richtig angekommen. Das ist der nächste Morgen. Wir wollen erstmal ein paar Fotos machen, ein bisschen was sehen von der Landschaft hier. Genießen. Es sieht schon echt atemberaubend aus, wenn man sonst aus dem Flachland kommt und hier die Natur sich so angucken kann. Dann hat das schon richtig. Vögel mit rüberziehen, ja. Ich weiß nicht, ob man die jetzt auch im Video sieht. Berge, Nebel, alles schon so seinen eigenen Flair hier. Sehr unberührt. Ja, und so machen wir erstmal ein bisschen Landschaften angucken jetzt hier. Und dann mal sehen, wo wir denn unsere Shots probieren für die Polarlichter. Aber wir schauen erstmal weiter. Hail Army Take 1. Ja, weiter als so bin ich noch gar nicht. Doch, nimm mal ruhig die letzte auch. Das wird schon halten. Versuch mal ohne Kamera. Video läuft. Ja, Mann. Take 1. Ab geht er. So, willkommen wieder zurück. Wir sind jetzt ein Stück gefahren. Sind jetzt irgendwo in Kamerafrau, wo sind wir? Esfjordbotten. Genau da sind wir hingefahren. Genau da. Wussten wir natürlich auch genau, dass das so ein Stein ist, deswegen sind wir hierher gefahren. Aber den Stein habe ich nicht drauf jetzt, ne? Ja, da haben wir ja genug Bilder gemacht, die wir jetzt zeigen können. Ja, so sieht es hier ganz schön aus, malerisch. Vielleicht auch ein Spot, um hier die Polarlichter anzugucken dann. Das werden wir heute Abend vielleicht ausprobieren, mal sehen. Leider zieht es sich ein bisschen zu zur Zeit. Ja, mal sehen, wie sich das Wetter hält. Leider sind erst Donnerstag und Freitag die richtig guten Sonnenwinde angesagt, aber wir werden sehen, was wir daraus machen können. Jetzt komm runter. Ich habe gerade eine Tupperdose gefunden. Mit Aufklebern. Und schon benutzten Aufklebern. Und etwas, was ich nicht lesen kann. Achso, man muss was dazulegen. Haben wir irgendwas mit? Die waren schon alle hier. Warte. Wo ist es denn da jetzt halt? Ja. Oh. Ja, wir sind jetzt die Nächsten. Dann schreiben wir uns mal auf. Und einen Stift mit und wir müssen drinnen liegen, einen drinnen. Den fliegen weg. Sag was. Den nehme ich mir jetzt mit, als Andenken. Nachdem wir dann letztendlich unseren Ort gefunden haben, an dem wir dann abends nochmal hinfahren wollen, sind wir erstmal zurück ins Hotel gefahren, bisschen aufs Ohr legen und dann, wenn es dunkel ist, nochmal los. Da ist es. Okay, also müssen wir doch runter. Da ist es. Ja, sieht man sogar richtig gut so. Sieht man das so auch? Ja, guck mal. Alter, wir blenden hier so. Nicht? Auch nicht zum Film. Oh. Warte mal, ich filme mal so mit, ob man das sieht. Ja, das sind unsere ersten Live-Bilder hier. Das ist übrigens ISO 160.000. Moin. Also es könnte ein bisschen rauschig sein. Also fahren wir zu dem anderen Spot erstmal rüber. Da, na, die andere Seite. Wir sind jetzt links gefahren, dann fahren wir vorne nochmal rechts. Jo. War halt ein Versuch. Ja, das ist die falsche Himmelsrichtung. Und so weit wird das auch nicht rumziehen. Unser kleines Pferd. Ohne Kamera, siehst du irgendwas? Oder links runter. Das Wasser. Flacher. Wegen Spiegelung vielleicht. Mal gucken, wo das ist. Weiter rechts, glaube ich. Junge, blendet das Licht. Weiter rechts, glaube ich. Oh. Da? Unglaublich. Immer. Ist es da? Ja. Dann lass uns hier runtergehen. Da, alles voll. Lass uns hier runtergehen. Guck mal, da sieht man es im Auge. Das sieht man auch. Guck mal, wie grün das da ist. Ja, los, lass uns runter. Das war ja nicht auf Video, aber... Doch, ging mir. Hier, pass mal auf. Achte mal auf den Monitor. Ja. Siehst du das? Noch nicht. Warte, ich filme das noch mit. Anpassen. Jetzt sind scheiß Linien drauf, ne? Ist das weg? Aber wir schwenken ja, ne, wir schwenken ja eh auf die, kann ja auf die andere umblenden.
Warte mal. Da. Alter, siehst du es? Ich sehe es. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Krass. Nimm mal ein Foto. Hast du Freihand hin? So 10. Sekunde gerade. Bei ISO 160.000. Alter. Also die verrauschten Bilder. Komm mal. Siehst du das? Ich sehe sogar Monitor, ich sehe es. Das sind ja jetzt nur die mal eben Fixbilder. So, wir machen jetzt mal hier. Ich probiere mal erstmal an 6400. Gucken. Oh mein Gott! Ich filme das es mal ist kurz. Der, Alter, guck mal da hoch! Was? Es ist der Wahnsinn! Guck mal links! Wir sind natürlich zu dicht. Wir sind zu dicht für alles. Bring mal das andere Becken. Alter! Guck mal! Ja. Das kriegst du aufs Handy drauf. Also ich hab Gänsehaut, ganz ehrlich. Und ich krieg's im Handy drauf, Mann. Nicht gut, aber ich krieg's drauf. Junge. Unfassbar, ey. Unfassbar. Ich brauch weniger Brennweite gerade. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, weißt du das? Mhm. Ich hoffe, vielleicht so ein paar Emotionen, dass wir das mit reingefangen kriegen ins Video. Minuten ist das entfernt. Oh, ist doch nicht schlimm. Dann trotzdem, es hat sich mega gelohnt, hier zu fahren. Oder was sagt ihr? wir müssen davon ausgehen, es kann auch sein, dass auf dem anderen jetzt nichts mehr ist. Ne? Ja, aber wir haben ja welche. Also, ja, eben. Selbst dann war es trotzdem erfolgreich. Sieht mir erstmal, wie behindert ich mir Schuhe anziehen muss eben. Ich im Auto festhalten eigentlich. Ja, dazu. Das Auto ist viel zu dreckig, das kannst du nicht anfassen. Ich zieh den Jacke aus, ey. Ja, ich auch. Aber das auf dem Video irgendwie sieht. Sehen. Mach mal die Tür zu. Der gute Audi. Ja, doch, erkennt man wohl. Der aussieht wie ein Schwein. Ein Schwaudi. Ein Schwaudi. Ich glaube auch, dass wir von den Emotionen vielleicht etwas aufgeheizt sind. Wenn er im Auto ist. Ich denke schon. Jetzt fahren wir zu dem, wie ist das, Susi, Eis? Yes. Fjordbotten! Fjordbotten, Alter. Besser geht's ja wohl nicht raus. Schlüssel? Schlüssel haben wir auch. Mich seht ihr nicht mehr, jetzt vielleicht mehr. Ja, da fahren wir jetzt erstmal hin, gucken, wie es da aussieht. Und bis gleich. Und wenn man so einen Tag durch hat wie jetzt oder diese Erlebnisse sieht, wie es eben war, das sind halt Sachen, die kannst du dir vorher nicht vorstellen. Das ist so. Das kannst du beschreiben, das kannst du irgendwie versuchen zu erzählen, dass der Himmel grün ist, aber das kannst du dir einfach, das ist nicht begreiflich, wenn du es nicht selber gesehen hast. Und ich glaube, da ist es am Ende des Tages dann auch scheißegal, was das gekostet hat oder ob der Sprit hier 3 Euro kostet. Also das spielt dann überhaupt keine Rolle. Also, Susi, friert mal wieder. Ne? Ja. Jetzt wollen wir auch anfangen. Susi packt sich gut ein. So, hier sind wir. Kleiner Yachthafen mit so einer langen Inselspitze. Wir waren auch schon am Tag. Dann würde ich sagen, laufen wir jetzt mal vor. Ich bin hier nach vorne gereicht. Fenster ist offen. Hinten war es sehr hübsch, ne? Am besten wieder vor diesen großen Stein. Ja. Teamwork! Hier ist bestimmt rutschig. Wo ist denn der Stein? Ich sehe ihn hier unten. Also hier ist jetzt unser Objekt, was wir jetzt für hier für den Standort angezielt haben. Großer freistehender Fels. Stefan bereitet auch schon alles vor. Ja, halte ich es gerade. Ich versuche mal mit 6400 und 13 Sekunden. Gucken, wie das aussieht. Kann ich jetzt gut.
Ja, der Stein ist etwas hell geworden. Das sieht schon stark aus, oder? Wenn ich irgendwas erkennen kann. Können wir das Bild reinschneiden dann? Ja. Mal kurz Schärfekontrolle machen. Ich würde sagen, Susi hat sich ein bisschen bewegt, aber der Stein ist scharf. So, also hier ist jetzt tatsächlich mal ja, auch Video aufgenommen. Könnte ein bisschen rauschen. ISO 12.800, aber mit einer 1,4er Blende. Scheiße. Und wir haben hier gerade einfach, ich würde sagen, so Ultrabild. Schaut mal. Jetzt habt ihr schon mal 30.000 Bilder vorher gesehen. Ja, aber es wird immer noch besser. Es wird immer besser. Guck mal, diese Wellen. Mal hochkant, hochkant, hochkant. Guck, nee, ich mach grad ein Video. Guck mal, wie es aussieht. Alter. Das ist keine Timelapse übrigens. Ich meine, der Ton ist vielleicht scheiße, aber guckt euch das an. Oh mein Gott, das, das ist ein. Ich habe gerade ein Video. Ja, kurze Bildkontrolle zwischendurch. Sternenhimmel. Wahnsinn eben. Klar, bei ISO 12.800, was das jetzt ist, hier rauscht das schon manchmal ein klein bisschen. Aber wir probieren das nochmal. So, kurz ausrichten. Ich nehme ISO jetzt mal ein klein bisschen runter. Machen wir mal 6.400. Dann müssen wir die Zeit natürlich ein bisschen erhöhen. Machen wir mal von 6 auf 8 Sekunden und drücken einfach ab. Dann nehmen wir euch direkt mit jetzt und zeigen, wie es danach aussieht. Wow, über uns brennt es gerade. Leider auf Video nicht zu erkennen. Nee, ist ein bisschen schwierig. Ne? Ich werde gleich noch mal einmal kurz gucken, ob man das mit der anderen hinkriegt, mit dem hohen ISO noch ein paar Szenen Video machen. Ja, was man kaum sieht vorher, sieht halt übelst doll aus, wenn man dann die Belichtung fertig hat, ne? Ja, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Also, wir sind selber so geflasht. Ich glaube, wir sind gefühlte Minusgrade auf jeden Fall durch den Wind. Aber wir schnallen das irgendwie überhaupt nicht, weil wir so im Tunnel sind, die Bilder fertig zu kriegen oder Bilder zu machen vielmehr. Also, genau, wir hatten uns Essen mitgebracht und dachten, machen ein, zwei Bilder und essen dann erstmal. Ja, ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, aber wir haben noch nicht gegessen. Ja, und stattdessen machen wir, ja, wie war das, nur noch ein Bild, ne? Ja, es ist halt immer nur noch ein Bild. Und danach machen wir dann nur noch ein Bild. Und dann... Noch eins. Machen das letzte. Dann machen wir dann vielleicht noch ein letztes. Ja, mal gucken, vielleicht machen wir noch eins nach dem letzten, ne? Weil Dennis nachher auch Feierabend. So. Und irgendwie sehen die alle, ja, einfach atemberaubend aus, ne? Ich werde jetzt noch eins machen mit ein ganz, oder mit wenig ISO. Machen wir mal 2500 und 10 Sekunden. Gucken, ob das hell genug ist. Ganz zufälligerweise das letzte Bild, ne? Das ist jetzt das letzte, ja. Es passen noch 2000 auf die Speicherkarte drauf, also einen Augenblick können wir noch. Mit einer langen Nacht. Ja. Ja, mal gucken, wie lange das heute ist, ne? Also normalerweise, ich habe gerade keine Uhr, wie spät das jetzt ist, aber ich glaube, es ist noch nicht mal die 23 Uhr, die eigentlich angesagt waren. 22 Uhr. 22 Uhr ist es. Also eigentlich geht es erst in der Stunde los heute so richtig. Ja, deswegen glaube ich schon, dass es eine lange Nacht werden könnte für uns. Wow, sieht einfach noch ganz anders aus mit längerer Belichtung. Das ist halt ein bisschen schwierig, um einzufangen. Ja, ist gut. Ja. So eine Atemberaubung. Amen. Ich finde das fast noch schicker so. Das Grün, mal so zum Vergleich, kann man durchblättern hier. Zum Vergleich, so ist halt das Grün noch viel tiefer, ne? Da haben wir halt noch ein bisschen, oder deutlich einen Rotstich mit drin, ne? Ja. Aber das Rot kommt aufs Bild, wenn das einfach noch viel, viel intensiver ist. So, ich habe euch jetzt mal mitgenommen hier. Etwas Windgeräusche möglicherweise. Es ist mal wieder ein Live-Bild. Also am Himmel selber sieht man es, ich sag mal, ganz gut. Aber auf der Kamera ist es bei ISO 20.000 doch echt krass zu sehen. Also es ist kein Timelapse oder sowas jetzt. Das ist einfach Live-Bild und ja, ich kann euch auch mal rumschwenken hier. Viertelsekunde belichtet er, deswegen ruckelt das Video ein klein bisschen. Ja, sieht schon heftig aus. Ich denke mal, das Große haben wir gerade hinter uns. Also wir warten jetzt noch kurz ab, ob wir noch bleiben oder ob wir jetzt losfahren. Weil ich denke mal, die beeindruckendsten Momente haben wir jetzt vielleicht hinter uns für heute. Schauen wir vielleicht morgen weiter.